Wo wollen wir anfangen? Also zuallererst muss ich mal vorweg, will ich sagen, mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einen sehr positiven Eindruck. Ich habe heute auch im Laufe des Tages mal so ein bisschen Fachmeinungen dazu gelesen und muss tatsächlich sagen, was die Fachpresse, was man in Anführungsstrichen Fachpresse der Gaming-Welt als Kritikpunkte geäußert hat, da kann ich nicht mitgehen. Also ich verstehe die Kritikpunkte, dass der ein oder andere sagt, ja, ist nicht ganz so meins, aber wir haben diese Kritikpunkte halt gar nichts ausgemacht. Also ich roll das Pferd einfach mal von vorne auf und dann werde ich auch mal zwischendurch noch auf diese Kritikpunkte eingehen, die für mich keine waren. Da fangen wir mal einfach mal mit ein paar Basics. Was haben wir denn an Basics? Also, das Ganze ist ja von den Schöpfern der Suikoden-Reihe entstanden. Und das hat man auch gemerkt im Spiel, dass das sehr viele Anleihen der Suikoden-Reihe mit sich bringt. Also das Helden rekrutieren, die Basis ausbauen, die ganze Thematik in der Story, Krieg, Mächte treffen aufeinander und halt die Konsequenzen des Krieges. Also eben so große Konflikte, das ist das, wofür Suikoden schon immer stand. Und das haben natürlich die Entwickler oder Schöpfer dort jetzt mit Ayune Chronicle wieder mit reingebracht. Das Ganze hat ein bisschen einen tragischen Beigeschmack, da der eine Schöpfer, dessen Namen mir nicht einfallen mag, weil wahrscheinlich auch ein bisschen zu kompliziert für meinen Kopf, er ist leider verstorben kurz vorher, kurz vor Veröffentlichung ist er leider verstorben und konnte es so nicht mehr mit ansehen, was tatsächlich dann daraus geworden ist oder wie es halt von der Welt aufgeschnappt wird, das Ganze. Das ist ein bisschen tragischer daran. Aber in Ehren, da hat er nochmal einen richtigen Banger abgeliefert. Meiner Meinung nach. Es trägt zwar den Namen 100 Heroes, rekrutieren kann man aber tatsächlich 120 Helden insgesamt. Und der ganze Bums hat eine Spielzeit von 40 bis 80 Stunden. Bei mir waren es jetzt 56 Stunden. Und ich habe schon sehr viel nebenbei gemacht. Ich weiß nicht meine genaue Anzahl an Helden, die ich jetzt hatte am Ende, aber es waren über 100. Also ich glaube, ich bin bei 110 Helden rausgekommen. Man hat es gerade im Abspann bei mir gesehen, es haben nicht mehr so viele gefehlt, da waren nur ein paar Lücken. So, zur Story. Storymäßig ist es halt eine klassische Rebellengeschichte. Nichts Weltbewegendes, also es hat jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber es hat mich dennoch gut unterhalten. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, es war nicht langweilig. Zum Ende hin gibt es ein paar Dialogsequenzen, die etwas langgezogen sind. Aber im Großen und Ganzen war die Story interessant, also es hat mich bei der Stange gehalten, was wahrscheinlich auch daran lag, dass man immer mal so einen Perspektivwechsel hatte. Man war mit Noah unterwegs, dann war man mit Marisa unterwegs, einer Hüterin. Und dann war man wieder mit Zane unterwegs, der ein Emporkömmling des Imperiums ist. Und da sind wir schon bei dem nächsten großen Thema. Es gibt zwei große Reiche, die sich gegenüberstehen und wo ein Konflikt herrscht. Das ist die Liga der Nationen, ein Verbund aus mehreren Staaten, Ländern, und das Galdeische Reich, was eigentlich so der große Gegenspieler ist, was ja sehr machtbestrebt ist, unter ihrem Anführer oder Hauptgeneral Duke Aldrich, der halt Linsentechnologie für die breite Masse nutzbar machen will und dann nicht ganz sauber arbeitet und auch ein sehr großes Bestreben hat zu expandieren und alle anderen Gebiete, vor allem die Liga der Nationen, die einzelnen zu unterwerfen. Und in diesem Konflikt befindet man sich, man spielt hauptsächlich Noah, einen unscheinbaren jungen Mann, der keine Eltern hat. Er hat mal nicht sein Gedächtnis verloren, aber er ist halt ein Waise, typisches JRPG-Klischee. Und ja, der wird dann in den ganzen Konflikt mit reingezogen. Er lernt relativ am Anfang Zane kennen. Die beiden empfinden viel Respekt füreinander und da entsteht eine Freundschaft. Marisa hingegen ist eine Hüterin des Waldes. Sie ist die Hüterin der Linsen. Und die Linsen sind so etwas, dass man Magie wirken kann. Ja, und sie und ihre Gemeinschaft beschützen halt diese alte Technologie, weil das von einem Volk der Vorfahren ist. Ja, und der gute Eldrick möchte sich das halt zunutze machen und so kommt es eben zu diesem großen Konflikt und so sind wir dann da halt drin in dem ganzen Wirrwarr, Krieg, politische Intrigen. Es passiert immer irgendwas. Der große Schocker bleibt aus. Man versucht so ein paar Wendungen zu machen, aber der ganz große Schocker bleibt aus. Aber im Kern ist es eine nette, interessante Geschichte, die mich persönlich bei der Stange gehalten hat und soliden Eindruck gemacht. Also man kann sich da gut drin verlieren. Was glaube auch an dem großen Cast an Charakteren, ja, dass das eine wichtige Rolle spielt.
weil dadurch wurde es nicht langweilig. Die Vielfalt der Charaktere hat natürlich auch zum Nachteil, dass gewisse Charaktere blass bleiben. Mit den Hauptfiguren, finde ich, bin ich ganz warm geworden. Zu denen hat man eine Verbindung aufgebaut, aber bei 120 Figuren kann man nicht zu jedem irgendwie eine Story richtig erzählen oder dass jeder ihm irgendwo am Herzen liegt. Also man wird seine Favorites ausfindig machen und die wird man lieben. Und da sind einige Charaktere dabei, die dieses Potenzial haben, die echt sehr sympathisch sind und mit denen es Spaß gemacht hat, die einfach in der Party zu haben. Und da habe ich auch gerne meine Leute immer mitgenommen. So, das halt mal so zur Story. Jetzt habe ich so ein paar Gameplay-Sachen mir vorgenommen. Also ich sag mal so, das Ganze vermittelt ein sehr klassisches Spielgefühl. Also mal so ganz grob, das mal umreißen will, ein sehr klassisches Spielgefühl, was sehr Oldschool-lastig ist. Also sehr Oldschool angelegt. Es gibt sehr wenig Quality-of-Life-Sachen und ich glaube auch einfach, dass dieses Spiel Oldschool sein möchte. Also das heißt, es gibt kein Questlog. Also man muss sich Sachen aufschreiben, wenn man irgendwas braucht. Nur für die Hauptstory gibt es halt so einen Marker, wo man hin muss. Alles andere ringsherum, Nebenquests und so, Zettel und Stift, aufschreiben. Es gibt keinen Turbo-Modus in den Kämpfen. Es gibt einen Automodus, aber keinen Turbo-Modus. Teleportieren kommt erst im Laufe des Spiels. Man muss gerade am Anfang viel laufen und da Zeit reinstecken. Klassisch Zufallskämpfe. Kann man lieben, kann man hassen. Gerade zum Ende habe ich es jetzt gerade ein bisschen gehasst, aber es gehört dazu. Ne? Und so, es will halt einfach Oldschool sein und man muss das mögen. Es ist alles ein bisschen langsamer. Wer von den neueren Spielen verwöhnt ist, wird damit vielleicht Probleme haben. Ich mag's Oldschool, ich mag's langsam. Hab damit kein Problem gehabt, fand das sehr schön entschleunigend, dieses Spiel. Die Charaktersuche an sich macht einfach süchtig, dieses Charakterrekrutieren. Es hat so diesen Pokémon-Effekt, man möchte irgendwie alle haben. Man möchte alle im Team haben, man möchte gucken, was können die, was machen die im Kampf. Wobei nicht alle für den Kampf gebraucht sind, sondern einige braucht man auch für den Basenausbau. Komme ich gleich zu. Und für die Helden muss man entweder eine Sidequest machen und was besorgen oder sie schließen sich auch einfach so an. Das gibt's auch. Und so kann man halt ganz viele verschiedene Helden rekrutieren und die sind auch in der ganzen Welt verstreut. Und auch storyabhängig lohnt es sich, alte Orte immer wieder aufzusuchen. Backtracking kann man mögen, kann man hassen, je nachdem. Aber auf jeden Fall ist Backtracking mit drin. Und man muss eben diese Orte immer mal wieder aufsuchen, um zu gucken, ob da jemand Neues ist. Aber im Laufe des Spiels bekommt man auch etwas Hilfe durch eine Wahrsagerin, die einem schwammig formuliert, wo ein Held zu finden ist. Charaktere sind halt wichtig eben für den Basenausbau, wie schon gesagt, weil das ist auch ein elementares Gameplay-Element, seine Basis auszubauen. Man hat seine eigene Festung, sein eigenes kleines Schloss und da kann man dann ausbauen. Ein Schmied, man kann Theater bauen, man kann eine Küche bauen, man kann heiße Quellen bauen. Es gibt so viel, was man da ausbauen kann. Es gibt einen riesigen Skilltree, der immer größer wird mit jeder Stufe, die man upgradet. Also da kann man sich schon drin verlieren und es macht halt Spaß, die Basis auszubauen und damit gekoppelt eben auch die Charakter zu finden, um seine Basis immer zu erweitern. Ich habe mich ein bisschen dämlich angestellt zwischendurch, habe da lange einen Charakter gesucht, um weiter voranzukommen, aber habe ihn dann letztendlich auch gefunden, dank der Hilfe einiger Zuschauer. Und ja, das greift alles so ein bisschen beides ineinander. Charakter suchen und Basen ausbauen. Das, finde ich, war sehr stimmig und hat Spaß, Freude bereitet. Also es ist nicht langweilig geworden, muss ich ehrlich sagen. Die Kämpfe sind klassisch rundenbasiert, habe ich schon durchblicken lassen. Es gibt einen Automodus, damit man es automatisch ablaufen lassen kann. Im Menü hat man sogar noch die Möglichkeit, diesen Automodus fein zu justieren. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten an Befehlen, wie die Charaktere sich verhalten sollen. Also da kann man sehr viel optimieren für seinen eigenen Spielstil. Sollen sie MP verbrauchen? Sollen sie keine Gegenstände? Sollen sie alle das gleiche Ziel angreifen? Sollen sie Gruppenangriffe machen? Also auf mehrere Gegner und so weiter und so fort. Das kann man da alles einstellen. War klassisch rundenbasiert. Es sind 6 gegen 6 Kämpfe meistens. Also wir bestehen aus einer Truppe von 6 Helden. Und der Gegner kann auch maximal aus 6 Gegnergruppen bestehen. Also so 6 Gegner. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber die Kämpfe haben mir Spaß gemacht. Klassischer Angriff. Es gibt die Linsen, wo man dann Fähigkeiten wirken kann. Mit steigendem Level werden auch die Linsenplätze freigeschaltet. Einige Charaktere haben mehr Linsenplätze als andere.
Und ja, man kann halt Magie wirken, man kann spezielle Angriffe damit wirken. Man kann halt so rum, so schön rumbasteln, ne? Also mein Charakter ist nicht auf Heilung festgelegt, der kann auch Heilung machen und vielleicht noch Angriffsmagie zum Beispiel. Oder man macht einen reinen Heiler, man macht einen reinen Angriffszauberer, man macht einen reinen Tank oder einen Damage-Dealer. Man kann, also das, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da kann man sich zusammenbasteln, wie man lustig und fröhlich ist. Das gibt's. Und dann hat man noch Helden-Kombos. Also gewisse Konstellationen im Team erlauben auch Special-Angriffe, die durch stellenweise halt auch gut inszeniert sind und auch ordentlich Schaden machen können. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel ausprobiert, aber da geht auch einiges, dass man untereinander mal die Helden durchrotieren sollte, immer mal wieder was Neues ausprobieren, um halt ja auch mal ein paar coole Heldenkombos zu sehen. Das ist so eine Sache, die ich mal für mich persönlich nochmal nachholen muss. Die Bosskämpfe sind cool inszeniert. Manche Bosskämpfe haben noch ein gewisses Gimmick. Gerade am Anfang zum Beispiel gibt es einen Bosskampf, wo man einen Kran bedienen muss. Man greift den Kran an, dann fällt ein Stein auf den Gegner. Und von diesen Situationen gibt es einige. Es gibt einige interessante Bosskämpfe, wo ein Gimmick mit eingebaut wurde, was das Ganze nochmal ein bisschen extra Würze gibt, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten gibt es neben den klassisch rundenbasierten Kämpfen noch Duellkämpfe. 1-gegen-1 Duelle, was eher so cineastisch angelegt ist. Also die Charaktere schreien sich irgendwas an den Kopf und dann hat man die Wahl, ob Angriff oder Verteidigen. Und so wird es dann eher so ein bisschen epischer inszeniert, diese Einzelduelle. Kommt nicht so häufig vor, aber wenn sie inszeniert sind, 1A. Abgesehen von ein paar kleinen technischen Schwierigkeiten, aber dazu dann im Anschluss nochmal, wenn ich auf die negativen Punkte eingehe, was nicht viele sind. Genau, die Duellkämpfe gibt es und es gibt große Schlachten, die geschlagen werden, wo man dann auf so einem schachbrettähnlichen Feld ist mit seinen einzelnen Kompanien, die auch verstärkt werden wieder, je mehr Helden man rekrutiert. Also dieses Heldenrekrutieren ist wirklich elementar. Und so werden auch die ganzen Kompanien werden dann dadurch stärker, weil die mit aufs Schlachtfeld gehen. Und so kann man dann halt große Schlachten schlagen. Die sehen auf den ersten Blick taktisch aus, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr dämlich angestellt dabei und habe trotzdem gewonnen. Also auf so viel taktisches Geschick kommt es da, glaube ich, gar nicht drauf an. Aber ja, die sind halt jetzt nicht super doll inszeniert. Die 3D-Umgebung sieht jetzt nicht so cool aus, muss ich sagen. Es wird viel gelabert dabei, also viel Rhabarber, 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 Rhabarber. Aber dennoch, auch das ist ein schönes Element, um halt nochmal so diesen kontinentalen Krieg, der da herrscht, aufzugreifen. Ne? Dass da halt eben große Schlachten stattfinden und die dann aufeinander losstürmen und sich bekriegen und was weiß ich alles. Und übrigens, die Charaktere bringen in den Kompanien noch ihre Spezialfähigkeiten mit ein. Also ein Heiler heilt dann zum Beispiel, Angriff wird verstärkt, was weiß ich. Also die bringen nochmal so auch nochmal eine gewisse extra Würze mit rein. Daher ist es halt wirklich wichtig, zu rekrutieren und nochmal zu rekrutieren, damit man stärker wird. Taktischer Tiefgang lässt halt ein bisschen, weiß ich nicht, ob der so gegeben ist. Bei mir war es jetzt nicht. Ich habe übrigens auf mittlerer Schwierigkeitsstufe gespielt und bin ganz gut durchgekommen. Die Kämpfe können knackig werden, aber für einen Veteran ist das machbar. Ist das machbar. Und was es noch gibt, gameplaymäßig, eine große Auswahl an Minispielen, die sind eigentlich optional, es sei denn, man will halt noch irgendwie weitere Charaktere rekrutieren, so spezielle, muss man die Minispiele grinden. Mit Ausbau der Basis kann man halt welche freischalten. Insgesamt gibt es Angeln, es gibt ein Kartenspiel, es gibt sowas Beyblade-Kreisel-Duell-mäßiges, es gibt Kochduelle, es gibt Theateraufführungen. Ich glaube, das sind die fünf wesentlichen. Ich habe nicht alle durchprobiert. Oh, eins gibt's noch, das Eierrennen, so mäßig Chocobo, kann man auch so Tierchen, so kleine Hühner-Dings, also weiß ich nicht, wie die Dinger heißen, kann man welche hochzüchten und in Rennen gegeneinander antreten lassen und Preise gewinnen. Auch das sah sehr spaßig aus, ich habe mich da nicht wirklich reingearbeitet. Das Einzige, was ich ein bisschen gemacht habe, war Beyblade spielen und Angeln. Aber wer Bock drauf hat, der kriegt auch eben schöne Minispiele präsentiert. Nicht so viele wie in Final Fantasy VII Rebirth, da habe ich mich lang und breit drüber aufgeregt, dass mir das zu viele Minispiele waren und mir die zu sehr aufs Auge gedrückt wurden. Hier war es dann doch eher optional alles, also kann man machen und ist eine spaßige Angelegenheit. Das war es mal so zum großen Gameplay, mal so kurz zusammengerissen. Die Grafik ist weitestgehend eine 2,5D-Grafik, die größtenteils auch sehr hübsch inszeniert ist. Also den Lichteffekten, die Stimmungen, das ist eine Unschärfe hinten immer zu sehen. Also das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und auch ganz oft wird mit der Kamera gespielt, dass sie
den Charakter von vorne, ja, die Kamera von vorne drauf hält, dass man halt hinten so eine große Szenerie immer hat, ist dann eine 3D-Umgebung, die sehr imposant aussieht. Also fand ich. Also es war geile Kamerashots gehabt. Ansonsten, die Sprites sehen wunderbar aus. Die, dafür, dass es nur wirklich so eine kleinen Sprites sind, haben die für mich halt Emotionen und Sonstiges ausgestrahlt, was es halt ausstrahlen kann, so gut es geht. Aber das haben sie echt gut inszeniert, dass da auch irgendwie so Emotionen mit rübergekommen sind. Auch die Porträts in den Dialogfenstern waren schön gezeichnet. Auch im Menü, die Charaktere, die einzelnen, waren sehr gut dargestellt. Sahen sehr lebhaft aus. Ja, so schön wie das 2,5D-ganze Gedöns ist, kackt halt diese 3D-Umgebung ab. Gerade in den großen Schlachten, das sieht sehr eintönig und langweilig aus. Oder auch die Oberwelt wirkt sehr leer. Wenn man da so über die Oberwelt läuft, sieht nicht geil aus. Also das sieht halt sehr lieblos aus. Aber im Großen und Ganzen ist Grafik sehr schön. Auch in den Kämpfen wuchtig inszeniert, die ganzen Zauber. Jetzt gerade das Ende, das war cineastisch wunderbar inszeniert, sah fabelhaft aus. Und hat ordentlich reingeballert. Ja, Sound ist ein bisschen wechselhaft. Es gibt sehr epische Stücke. Die Battle-Themes fand ich sehr gut. Haben mega reingehauen. Auch die Boss-Themes oder jetzt am Ende das Theme im Endkampf war super. Wechselt dann ab und zu ein bisschen generischer Hintergrundmusik. Gerade so in den Dungeons stellenweise. Dudelt das so ein bisschen, ja. Langweilig vor sich hin, möchte ich mal meinen. Aber auch da im Großen und Ganzen hatte ich immer mal einen Ohrwurm. Ne? Wenn ich dann hier fertig war und im Bett lag, habe ich noch vor mich hingesummt. Ich habe am nächsten Tag noch irgendwelche Lieder vor mich hingesummt. Hier, das Titellied ist gut, das Intro-Lied ist auch eine Wucht. Also da haben die einige gute Stücke zu bieten. Und was noch sehr cool ist, ist die Sprachausgabe. Vor allem auch die englische Sprachausgabe. Also die japanische kann ich nicht beurteilen, aber die englische ist fantastisch. Vor allem auch, weil jeder der 120 Charaktere synchronisiert ist. Auch die Gegenseite, die Gegenspieler sind synchronisiert. Also weit über 120 Charaktere synchronisiert. Und das haut schon gut rein. Also es war sehr, es war ein Genuss, diesem Englisch zu lauschen. Die sprechen auch öfters mal mit ganz verschiedenen Akzenten. Die unterschiedlichen Rassen haben auch sprachliche Eigenheiten. Von daher wunderbar abgebildet. Hat man nicht oft, dass man doch mit so guter Synchronisation verwöhnt wird. Ja. Negativseiten zum Abschluss noch mal kurz anreißen. Was am meisten stört, sind wohl die technischen Mängel, die da ab und zu mal auftauchen. Gerade in irgendwelchen Sequenzen hängt sich das Spiel einfach auf und dann steht es einfach mal 5 bis 10 Minuten, bevor es dann wieder weitergeht. Ich hatte es auch schon mal, dass eine gewisse Rasse 5 Minuten lang gesungen hat, weil es sich aufgehangen hat. Dann haben die da ihr Lied gesungen, immer und immer wieder. Oder jetzt am Ende der Abspann ging nicht voran. Das hat sich immer wieder aufgehangen, die Dialogsequenzen. Und dann habe ich mal 5 bis 10 Minuten hier gesessen und gewartet, bis es wieder weiterging. Und in den Duellkämpfen ist es genau das Gleiche. Also da, wo irgendwas automatisch abläuft, hängt es sich irgendwie auf und dann stockt es. Und das nimmt halt so echt so ein bisschen den Spielflow raus. Macht das Epische, gerade am Ende das Epische hat es irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Das war schade. Da müssen sie technisch eigentlich nochmal rübergehen. Ich habe gehört, die Switch-Version muss auch eine Katastrophe sein. Absolut schlecht. Wobei das Spiel ideal gemacht ist für die Switch. Wäre ein wunderbares Handheld-Spiel. Da arbeiten sie hoffentlich dran und bringen Verbesserungen in nächster Zeit. Ansonsten, gibt es noch was Negatives? Das war eigentlich so der Hauptfaktor, der mich gestört hat. Wie gesagt, die 3D-Umgebung, die ein bisschen abstinkt und lieblos aussieht, hätte man vielleicht konsequent bei 2,5D lassen sollen. Keine Ahnung. Bin ich nicht drin, bin kein Entwickler, Producer. Deshalb will ich da auch gar nicht so weiter draufhauen. Fazit, wunderbares Spiel. Wer Bock hat, sollte sich das mal anschauen und gönnen. Vor allem, wenn dann mal die Switch-Version vielleicht funktioniert. Wäre ein perfektes Handheld-Spiel. Und das Heldensammeln, wie ihr sagt, es macht süchtig. Wer Pokémon da süchtig war, Pokémons zu fangen, der kann auch sich da tot sammeln und suchen nach Helden. Und sie versuchen, alle zu rekrutieren. Gut, dann soll es das gewesen sein.